Lasst uns mal reinschauen. Unsere Schlafzimmer-Roomtour 2020. Wir fühlen uns so wohl mit der Entscheidung, dass wir dieses Zimmer als Schlafzimmer hergenommen haben. Das war nämlich ursprünglich Kinderzimmer und jetzt haben wir es als Schlafzimmer umgebaut und finden es richtig, richtig toll. Es hat übrigens ca. 15 Quadratmeter und ich stehe jetzt ganz bei der Türe. So sieht es aus, wenn man reinkommt. Wir haben einen großen IKEA-Backschrank gekauft. Ich glaube 3,50 Meter. In der Mitte haben wir uns dafür so eine Glastüre entschieden. Einfach damit man einen Spiegel hat. Wir wollen aber auch hier ganz gerne noch einen Spiegel aufhängen zum Selfies machen und Co. Haben das aber jetzt noch nicht gemacht. Ja, weil wir uns jetzt unsicher waren. Im Prinzip reicht der Spiegel. Aber wäre halt noch ganz schön, hier einen zu haben. Laut Feng Shui ist es aber wohl ganz schlecht, Spiegel im Schlafzimmer zu haben. Hier habe ich noch einen kleinen Teppich vom IKEA. Und da hinten auch noch so ein kleines Schafsfell. Schminktisch, Kommode. Meine Seite, Nachtkästchen. Türe. Genau, so schaut das aus. Das Bett ist natürlich irgendwie so das Herzstück im Schlafzimmer und wir sind super happy. Seit 2016 haben wir dieses Emma-Bett, das ist das Emma-Boxspringbett. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch nicht mehr mit der Emma-Matratze. Und wir haben einfach eine schwarze Bettwäsche jetzt gekauft, weil das halt so gut zu unserem Kronleuchter jetzt gepasst hat. Und so eine Felldecke, die gab es bei Amazon, die ist riesig, 2x2 Meter. Verlinke ich euch als Tagesdecke einfach als Überwurf. Ist vielleicht fast so ein wenig zu hell grundsätzlich, dafür, dass alles eher goldschwarz eingerichtet ist. Aber hat mir ganz gut gefallen. Kommen wir hier zu den Bildern. Das ist ja so das Letzte, was noch gefehlt hat. Die Wand hat einfach sehr leer ausgesehen. Und wir wollten halt gerne Bilder haben, die zu uns passen, die aber auch Kraft spenden auf eine gewisse Art und Weise. Und wir haben uns für die drei entschieden. Da ist einerseits das Meer auf meiner Seite, ich schlafe nämlich hier, dann eine Monstera in Gold, die einfach nochmal ja, das Zimmer so ein wenig beschreibt. Einen Wald haben wir auch noch hier auf der Seite meines Mannes, weil eben Wald und Meer sind für uns so Kraftorte und da hat das halt perfekt gepasst fürs Schlafzimmer mit goldenen Rahmen. Ich habe von Desenio auch einen Code für euch, wo ihr ordentlich spart jetzt in der Woche. Und da gibt es noch weitere Informationen in der Infobox. Natürlich habe ich für euch ein wenig das Making-of mitgefilmt, wie die Bilder so ankommen und wie wir sie aufgehängt haben. Die Bilder kommen immer in so einem Karton, also auch so, dass halt nichts passieren kann. Und jetzt werden die Bilder in den Rahmen getan. Ich freue mich mega und bin schon so gespannt, wie das dann aussieht. Das wird hier einfach so rausgeklipst und dann ist es bei Desenio immer so, das habe ich sogar gereimt, dass am Glas vorne und hinten nochmal eine Schutzfolie ist, damit da auch wirklich nichts passieren kann. Und die muss dann runtergenommen werden und dann kommt das Bild in den Rahmen, wird wieder zugemacht. Also ganz easy going. Das Bild habe ich auch noch geholt. Ich habe im Esszimmer auch die Senior-Bilder in der gleichen Größe und werde da, glaube ich, dieses aufhängen. Unser absolutes Lieblingsschmuckstück im Schlafzimmer war tatsächlich ein Spontankauf. Dieser wunderschöne Kronleuchter mit so einem schwarzen Stoffbezug und Gold
Und dieser hat auch so das Farbschema im Schlafzimmer vorgegeben. Den haben wir im Wohnraum-Outlet gekauft. Eigentlich gibt es da oft so West Wing-Sachen. Ich habe ihn leider online nicht mehr gefunden. Übrigens hängt der nicht direkt über unseren Köpfen, sondern eher so im Beinbereich, weil er ganz schön schwer ist und wir haben ihn gut befestigt. Trotzdem Safety First. Von der anderen Seite seht ihr den Schrank ganz gut und damit sind wir super happy. Schiebetüren wirklich groß. In der Mitte haben wir eher so auch Dokumentenmappen und Schmuck und so. Dieser Teil ist, glaube ich, eher am interessantesten für euch. Jetzt dachte ich, den zeige ich euch noch schnell. Und zwar haben wir eben hier oben unsere wunderschönen Dokumentenmappen von der Buchbinderei Clemens Strandl. Verlinke ich euch auch. Das sind so Mappen mit Leinen bezogen. Ich hoffe, ich sage euch nichts Falsches. Und eben den Anfangsbuchstaben der Familienmitgliedern geprägt. Dann haben wir hier Bücher und Cremen-Backups. Mein Sensi Fresh, das finde ich auch richtig gut. Und das verlinke ich euch auch nochmal. Verlinkung, Verlinkung, Verlinkung im heutigen Video. Aber die Sensi-Produkte sind so hammer, gerade wenn ihr Düfte mögt. Ja, dann habe ich hier eben noch so ein paar Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und da wollte ich gern so eine größere Nische haben. Meine Nichte hat mir so ein, ja, so ein Moodboard gebastelt. Fand ich total nett. Und das habe ich von einer Freundin bekommen, so einen Engel. Also das ist so ein bisschen, wenn man das aufmacht, wie so ein kleiner Schrein. Hier noch so ein Playmobil Superman. Und dann hat man hier die Möglichkeit, eben Schmuck aufzubewahren. Alles IKEA finde ich super praktisch, da eh hauptsächlich meine Mein-Punkt-Sachen. Da gibt es ja auch immer gratis Versand mit meinem Code und da wähle ich dann einfach täglich aus. Und dann sehe ich, dass mein Mann seinen Ehering hier hat. What? Dann könnt ihr euch mal die Gravur anschauen. Sieht man das? Naja, auf jeden Fall ist hier Anna, Andreas und in der Mitte ein Unendlichkeitszeichen. Ja, genau. Schmuck. Noch mehr Schmuck. Also da habe ich dann die ganzen Schachteln und Sachen, die ich nicht so häufig benutze. Auch einen kleinen Schutzengel. Hier habe ich so Backups drinnen. Dann habe ich hier Bikinis und ganz da unten ist, also da hinten sind so Reserveklamotten, die ich kaum trage. Dann unsere Hochzeitsbox und da habe ich meinen Slim Belly drinnen. Das ist tatsächlich so eine Box von Lilidoo. Die kann ich euch mal zeigen. So schön. Da ist halt der USB-Stick mit den Hochzeitsfotos. Und ich fand es ganz schön, das auch noch mal hier so aufzubewahren. Ja, in Boxen schaut auch immer alles viel ordentlicher aus. Dann habe ich hier Jacken und Hosen. Das ist der Teil meines Mannes. Der hat nur einen Teil. Und auf der Seite sind dann Kleider und Strumpfhosen und T-Shirts. Ich muss sagen, mir ist er fast ein wenig zu klein, also er könnte echt eine Spur größer sein. Ja, weil wenn man, also Winterjacken und so hängen hier auch und das ist einfach, man hat einfach viele Sachen. Ja, lieber echt als perfekt. Dementsprechend zeige ich euch jetzt die Seite auch schnell. Da oben ist so ein Matratzentopper, den wir jetzt eigentlich nie in Verwendung hatten. Dann eben so Blusen, Jacken und Blazer. Dann habe ich hier auch noch eine Decke und Bettwäsche reingestopft.
Langärmelige Oberteile, Jogginghosen und Leggings und Jeans. Das finde ich auch so praktisch. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr einen Bugs kauft. Da schauen wir aber nur in den Spalt rein. Der Männerbereich. Auch mit Schubladen. Und da oben haben wir auch so eine Box drinnen mit Sachen, die man nicht so häufig braucht. Dann haben wir hier oben auch so eine Box, eine Reservedecke. Und ich habe halt nach einer Möglichkeit gesucht, lange Sachen, also ganz lange aufzuhängen, aber trotzdem genügend Stauraum zu haben. Und jetzt haben wir uns für die Variante entschieden. Hier habe ich tatsächlich Sachen, Geschenke und Sachen, die weg sollen. Das ist zum Beispiel für eine Freundin. Und das bewahre ich jetzt hier auf. Und da sind eben meine ganzen langärmeligen Kleider und alle langen Sachen, die von der Länge sonst nirgends hinpassen. Wie zum Beispiel auch mein Jumpsuit und lange Kleider. Auf der Seite haben wir Hemden, einen Wintermantel, ja, zum Beispiel auch so Kleider, die man echt nur für schöne Anlässe anzieht, oder auch mein Dirndlkleid. Und da unten habe ich kurze Kleider und meine Badetasche. Genau. Ich habe mich übrigens wieder umentschieden. Ich hatte nämlich zuerst diese Holzkleiderbügel gekauft und bin dann draufgekommen, mit den Holzkleiderbügeln bekomme ich viel zu wenige Kleider unter. Jetzt habe ich diese schwarzen von IKEA gekauft. Finde ich richtig gut. Die waren auch echt günstig und sind stabil. Also perfekt. Auch in Schwarz passt wieder gut zum Konzept. Und neu habe ich mir jetzt beim IKEA auch die hier geholt. Für so Bondeaux-Kleider wie das hier, dass man das auch schön aufhängen kann. Ja, jetzt bin ich gerade drauf gekommen, so schlecht zusammengeräumt ist der Schrank tatsächlich aktuell gar nicht. Wir heizen hier übrigens mit Infrarot. Ich glaube auch das dritte Jahr jetzt und sind da auch sehr, sehr happy damit, weil wir hier keine Heizungsanlage hatten. Auch noch so eine zukünftige Umbaugeschichte, die aber jetzt, wie gesagt, super gut funktioniert. An der Decke fällt es auch gar nicht auf und es ist immer wohlig warm. Hier haben wir eine Drachenpalme von IKEA, Blumentopf vom IKEA, Beistelltisch vom IKEA, hat perfekt reingepasst. Schminktisch auch vom IKEA. Ich muss echt sagen, ja, Instagram und YouTube made me buy it. Eigentlich nutze ich den kaum. Ich fand den so schön. Ich habe den bei so vielen anderen gesehen. Wollte ihn unbedingt haben und so hundertprozentig passt er mir hier nicht. Aber ja, andererseits auch ganz nett, um irgendwie was abzustellen. Da habe ich zum Beispiel mein Tagebuch. Das ist ja das, was ich selbst entwickelt habe. Da kann man eben täglich reinschreiben, wofür man dankbar ist, eine Affirmation bzw. ein Mantra, To-Dos, man kann aber auch die Woche planen und Routinen eintragen. Ich verlinke es euch gerne mal. Meins habe ich halt jetzt schon seit 2 Jahren. Nicht ganz, aber fast. Im April sind es 2 Jahre im Einsatz. Dann habe ich hier so eine Deko gemacht, das ist noch so Herbst-Winter, würde ich sagen. Das ist goldene Ding ist vom Action. Wie auch diese Lampe hatten wir im Pavillon stehen, habe ich jetzt im Winter eben reingeräumt. Und dann haben wir hier so einen Holzbaum, das ist aus Zirbenholz, das Herz, und eine kleine Kunstpflanze. Hier herrscht absolutes Chaos, das sind teilweise Schminksachen, Stifte, da möchte ich dann gerne, ja, unter Umständen so ein wenig Büro-Equipment lagern. Hier unten die Box, das war ja
der volle Zufall, dass die hier so gut reinpasst. Da habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich rausgefunden, was praktisch wäre, da rein zu tun. Auf der kann man auch sitzen. Da ist jetzt so mein Yoga-Kissen. Es ist eigentlich kein Kissen. Ja, alle, die Yoga oder Pilates mal gemacht haben, wissen, für was es ist. Also einfach so für Übungen zum Draufsitzen. Ein Sitzhöckerkissen. Ja, und dann habe ich hier eine Plastikbox mit Sommerhandtüchern drinnen. Ansonsten auch leer hatten wir im alten Schlafzimmer für Bettwäsche, aber die haben wir jetzt ja im Schrank untergebracht. Gibt es übrigens bei Amazon in verschiedenen Größen, das verlinke ich euch auch nochmal, weil ich es grundsätzlich ganz praktisch finde, so eine Box zu haben, wo man eben auch sitzen kann. Und die Tagesdecke kommt da abends immer hin. Das fand ich zu Beginn nicht so harmonisch, dass hier der Schminktisch steht und dann die Kommode, aber die habe ich gebraucht für Unterwäsche. Also da habe ich eigentlich die ganze Unterwäsche und Socken drinnen von mir. Und unsere Monstera steht hier. Die ist total happy. Die hat sogar ein neues Blatt bekommen, wie man sieht. Und dann haben wir noch mein geliebtes Zirbenlüfter-Spray da, weil der Zirbenlüfter im Kinderzimmer steht. Da habe ich auch übrigens den Gutscheincode für euch. Wenn ihr bestellen wollt, spart ihr ein wenig. Das ist richtig, richtig gut. Das wird dann hier immer wieder gesprüht und riecht super lecker nach Zirbe, falls ihr das mögt. Ich lieb's. Man schläft angeblich auch viel besser. Ja, Pflanze, Blumentopf ist, glaube ich, aus dem Bauhaus. Genau, da haben wir dann einen schwarzen gekauft, damit es hier stimmig ist. Wir hatten nämlich zuerst einen weißen. Dann habe ich hier zwei Kerzen und ein paar lustige Fotos von uns. Finde ich auch immer total nett. Ich zeige euch das nur schnell. Das ist nämlich die Stocke-Wickelkommode und darunter habe ich unseren Staubsaugerroboter versteckt, den habe ich auch vor Jahren bei Amazon gekauft, kann ich euch auch gern verlinken. Ich finde ihn ganz gut, aber ich habe ihn sehr wenig benutzt die letzten Jahre. Jetzt, seitdem er hier ist, wird er öfters mal benutzt. Und das ist eben die Wickelkommode, die ehemalige. Und da kann man den Aufsatz runter tun, sieht dann super schön aus. Ich muss hier definitiv lüften. Wie man sieht, bildet sich hier Kondenswasser. Das ist eben auch so ein Thema, das wir beim Umbau und der Renovierung beachten. Wir brauchen unbedingt einen Vollwärmeschutz beim Haus, weil wir da echt Probleme haben, wenn wir nicht richtig gut durchlüften. Und das ist eben auch noch so eine kleine Deko-Ecke. IKEA, der Kaktus ist auch vom IKEA, der ganz kleine war das. Und ich habe den hier eingetopft. Die Katze ist was ganz, ganz Besonderes. Die haben wir bei unserem ersten Urlaub in Ägypten gekauft, vor, glaube ich, 8 Jahren. Und der Herr hat uns gesagt, dass die das Haus beschützt. Und wir fanden das so schön. Es ist ein ganz, ganz toller Stein und die beschützt uns weiterhin. Das Tableau ist übrigens so ein ja, Designstück, das habe ich tatsächlich von meinem Bruder bekommen, ist ein Dreier-Set. Mal schauen, ob ich euch das auch verlinken kann. Sieht nämlich richtig schön aus. Das ist zum Beispiel auch eines aus dieser Serie und ein größeres habe ich noch verstaut. Hier am Nachtkästchen habe ich auch tatsächlich noch ein Bild von Desenio, das habe ich aber schon seit Ewigkeiten. I think to myself, what a wonderful world. Das dient tatsächlich der Kabelabdeckung. Da sind dann meine Ladegeräte schön versteckt und ich finde, es schaut einfach ordentlicher aus. Das Nachtkästchen ist ein IKEA Malm und mein iPad lädt gerade. Blumen sind Kunstblumen, aber auch ganz schön. Ja, und dann ist eben hier so mein Bereich, der Bereich meines Mannes und das war es tatsächlich auch schon wieder. Ich glaube, ich gehe noch mal hier hin und schwenke noch mal umher, damit ihr noch mal seht, ja, wie wir das jetzt so eingerichtet haben. Für uns wirklich perfekt genutzt der Raum, vor allem mit dem weißen Einbauschrank oder Einbauschrank ist kein Einbauschrank, mit dem weißen IKEA-Bugs. Und
Ja, Pflanzen bringen auch nochmal so viel Leben in den Wohnraum, das kann ich euch auch empfehlen. Und dieses Schwarz-Gold-Motto finde ich halt auch richtig, richtig gemütlich fürs Schlafzimmer. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war interessant für euch und bis bald.